Irgendwas stimmt nicht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Jeffree Star Bloodlust Collection Review. Ich bin unglaublich gespannt und habe eigentlich schon die perfekten Dupes dafür. Eins nach dem anderen, Freunde, falls ihr mehr Informationen haben wollt, bleibt gerne dran und es geht auch gleich los. Ich habe in freundlicher Unterstützung von Kati @ContraJunkie auf Instagram, ich verlinke euch ihre Seite einmal unten, sie hat auch YouTube mittlerweile. Sie hat mir geholfen, die Kollektion zu bestellen. Denn als die Kollektion rauskam, war ich gerade im Flugzeug. Und ihr wisst es, wie es läuft, bei Jeffree Star Sachen bestellen. Fast nicht möglich. Deswegen war sie so freundlich und hat mir die Sachen bestellt und zu mir geschickt. Und ich habe die Palette und das Lip Bundle hier. Und Freunde, ich bin gespannt. Jeffree und ich, ne? Wir zwei so. Wir sind so, wir verstehen uns. Manchmal, manchmal nicht. Jawbreaker-Palette habe ich tatsächlich nach dem ersten Mal benutzen wieder verkauft. Die Blue Blood-Palette war gut. Ich benutze sie sehr, sehr gerne. Ich habe mittlerweile aber auch bessere Blau-Shades hier bei mir. Und irgendwie, allerdings muss ich sagen, ich finde seine Verpackung so schön, dass ich die Sachen eigentlich nur wegen der Verpackung kaufe. Es geht heute auch hier, wie bei Jaclyn, nicht um die Person hinter der Marke, sondern ausschließlich um das Produkt. Das sage ich jetzt mittlerweile gerne explizit, weil es oft von Leuten, die neu auf meinem Kanal sind, die noch nicht Teil unserer Community sind, ein bisschen vergessen wird und ich das irgendwie immer abkriege. Deswegen, es geht nicht um Jeffree. Jeder kann seine Meinung zu ihm haben. Es geht wirklich nur ums Make-up. Es ist Make-up. Wir können es am Ende des Tages wieder abwaschen. Und das hoffe ich nicht, dass wir das tun müssen, weil ich glaube, dass es ganz spannend wird. Und jetzt, ich quatsche schon wieder zu viel, Freunde. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Denn ich habe 117 Euro ausgegeben für euch. Ja, mache ich gerne, aber 117 Euro ist eine Menge Geld. Aber hier ist einmal die Palette. Das ist die Bloodlust-Palette und das ist eine neue Art von Palette von ihm in einer anderen Form. Normalerweise gab es ja die Paletten, die aussahen wie... kleine Schränke. Jetzt haben wir aber dieses Schätzchen hier und selbst die Verpackung fühlt sich krass an. Ich bin nicht so ein Typ, der die Verpackungen aufhebt, aber da habe ich gerade mich eben so ein bisschen erwischt, ob ich die Palettenverpackung aufhebe oder nicht. Aber Freunde, wir packen das Ganze jetzt hier einmal aus. Die Palette ist einmal komplett mit Samt überzogen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich, es ist total over the top und total unnötig. Aber es ist mega. Also, das ist halt so schwer, wisst ihr? Auf der einen Seite probiere ich objektiv zu sagen, das geht halt ums Make-up, aber es geht auch irgendwie so ein bisschen ums Packaging. Ich bin nicht das größte Packaging-Opfer, aber wenn ich dann sowas hier kriege für, was kostet jetzt 55 Euro, dann ist das schon ziemlich, ziemlich cool. Ob das, das kann man hier, hier ist nämlich so ein Knopf, wir lernen Freunde zusammen. Hier ist so ein Knopf, den kann man aufmachen und dann öffnet sich die Palette und sie sieht von innen einmal so aus. Das sieht schon recht spannend aus. Aber ich bin ehrlich mit euch. Ich habe, als ich mitbekommen habe, dass es um Lila geht, habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Die Palette so sieht schön aus und sie sieht auch vollständig aus. Aber in der Kamera könnt ihr, glaube ich, schon sehen, es ist recht helllila. Wenig lila. Ich habe mir eine Palette bestellt von Makeup Revolution, die mich doch verdächtig an diese Palette erinnert. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber die werden wir auf jeden Fall miteinander antreten lassen. Also falls ihr Lust auf einen Vergleich habt zwischen der Jeffree Star Palette und der Makeup Revolution Palette, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich das so ein bisschen einschätzen, ob ich das machen soll. Aber First Impression, wunderschönes Packaging, völlig unnötig. Ich mag es trotzdem, ne? Also ich meine, ich habe hier ja 55 Euro ausgegeben und dafür ist das schon nicht schlecht. Ich würde vorschlagen, wir fangen auch einfach gleich an zu schminken und dann werden wir merken, ob das Ganze, ja, ob vielleicht sieht das ja auch einfach nur nicht so doll lila aus. Wisst ihr, also, ne, ich bin so durch den Wind. Ich bin so aufgeregt, aber ich möchte auch gerne anfangen. I'm sorry, Freunde, ich beruhige mich jetzt. Also, was mich stört in der Palette, sind diese Grüntöne und dieses Rot. Das hätte nicht sein müssen. Da hätten richtig schöne lila Töne. Ich hätte gerne so ein Lila gehabt wie das Packaging irgendwie. Ich glaube, dann wäre das Ganze noch spannender. Aber ich bearbeite euch mal hier etwas rein. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Wenn die Verpackung nicht lila wäre, dann sieht die ganze Palette schon lila näher aus. Es würde aber komisch aussehen, wenn das hier drin weiß wäre. Deswegen
Packaging täuscht manchmal so ein bisschen die Palette. Nur das aber schon mal vorab. Des Weiteren habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um euch den Tee zu dem Lip Bundle hier zu zeigen. Ich hatte mir das Blaue damals auch gekauft, hatte dann am Ende gedacht, so, das war eigentlich völlig unnötig, weil wann renne ich mit blauen Lippenstiften durch die Gegend? Aber es ist mein Job, Make-up zu kaufen und zu testen und euch zu zeigen und kreativ damit zu sein. Und ich habe nicht einen einzigen lilanen Lippenstift. Jetzt habe ich einige hier. Da sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Liquid Lipsticks von Jeffrey drin. Die sind in der Mini-Größe. Ich finde, es reicht aber. Also wenn man das nicht jeden Tag trägt, dann hält das eine ganze Weile. Und auch da bin ich sehr gespannt, was wir damit machen können, Freunde. Jetzt aber ist es soweit. Ich hole euch ein Stückchen heran und dann geht's los. So, seid ihr einmal schön nah dran. Jetzt zeige ich euch die Palette auch nochmal von Namen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr hochwertig gemacht. Es fühlt sich sehr schwer an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Palette ist, mit der ich in Urlaub fahren würde. Es sei denn, ich habe einen Koffer, der so groß ist wie mein, ich wollte gerade sagen, wie meine Zukunft, aber die ist nicht so groß wie mein Koffer, den ich hierfür brauche. Hi, Freunde, ich habe so eine Look-Idee im Kopf gehabt. Allerdings hatte ich mir die Farben aber auch ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen, wir schauen jetzt einfach mal, was wir machen können. Und zwar nehme ich jetzt hier so einen etwas fester gebundenen Packing Brush, der aber ein bisschen größer ist, und gehe in die Farbe Blood Green. Das ist dieses Lila hier und ich glaube, dass das so die Farbe aus der Palette ist, finde ich. Also das ist so das Lila, was ich mir in der Palette wünsche. Und ich presse jetzt einfach einmal hier rauf. Okay, also Pigment kommt raus. Freunde, glaubt mir, wenn ich euch sage, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, lila und blau zu machen, ist schwer, dann ist es schwer. Also es ist wirklich, wirklich schwer. Deswegen bin ich umso gespannter, wie die Palette performt. Und das presse ich mir jetzt hier einfach so ein bisschen rauf, so als mittlere Farbe, damit ich erstmal so eine kleine Guideline habe. Meine Base war jetzt auch schon gesettet, also das erschwert so ein bisschen die Aufnahme von Pigment auf meiner Haut, aber ihr seht, es funktioniert auf jeden Fall und es funktioniert tatsächlich sogar recht gut. Also ich baue mir das Pigment natürlich auch so ein bisschen auf. Wie gesagt, man muss immer so ein bisschen bei Reviews darauf achten, wie wird das Pigment aufgesetzt. Ich kann so einen Pinsel nehmen, hier reingehen und sagen, es ist nicht pigmentiert, weil der Pinsel einfach nicht dafür gemacht ist. Man muss sich immer so ein bisschen rantasten, weswegen ich euch auch gerne bei so Produkten, die teurer sind, eine zweite Meinung nochmal gebe, wenn ich sie so ein bisschen getestet habe. Meistens benutze ich sie vielleicht nochmal in einem Favoritenvideo oder in einem Flop-Video und dann wisst ihr ungefähr, was ich meine. Also man muss sich da immer so ein bisschen rantasten und ich kann jetzt hier auch nicht alle Farben testen, deswegen ist meine Review jetzt natürlich auch eher so ein bisschen. Also das ging auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Super intensive Farbe. Und ich finde, dass das tatsächlich ein recht freundliches Lila ist. Lila ist für mich immer so ein bisschen, meine Mutter würde jetzt sagen, Lila der letzte Versuch. Ich weiß nicht warum. Es sieht aber auch nicht aus, als hätte ich mich geprügelt. Bis jetzt noch nicht. Das ist halt immer so ein bisschen die Angst, die ich bei diesen Farben habe. Blau, Lila. Dass es aussieht, als hätte ich ziemlich, ziemlich großen Ärger gehabt. Bis jetzt, no problem. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel, ich habe ihn ein bisschen sauber gemacht, einmal hier kurz über die Kante und verblende die, dass die etwas weicher wird und hoffe, dass das Pigment sich nicht auswäscht. Also es ist so ein schmaler Grat zwischen Auswaschen und Ausblenden. Gibt ein paar Farben, seht ihr das? Geht ganz leicht, ich übe keinen Druck mit dem Pinsel aus und es nimmt so ein bisschen Pigment hier wieder weg. Das ist Auswaschen. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Pinsel, einen sauberen, und gehe in die Farbe Vivid Mood. Das ist so ein helleres Lila. Und das blende ich hier oben mit rein und blende damit die Farbe vorher einfach mal aus, dass ich hier so einen schönen weichen Übergang kriege. Okay, das ging tatsächlich sehr gut. Die hat jetzt auch nicht die Farbe vorher weggenommen. Was mir hier aber auffällt, ist, dass sie einen recht weißen Unterton hat. Also sie ist eher so Richtung Pastell. Es ist recht viel Talkum mit drin, was dem Ganzen so einen, ja, diesen pastelligen Ton gibt. Also sie ist pigmentiert, aber der Weißanteil in dem Lidschatten ist recht hoch, was nicht schlimm ist. Also das ist immer nur so, ich sage euch nur, was ich feststelle. Okay, aber das sieht sehr, 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 sehr spannend aus. Aber ihr könnt sehen, dass mir hier das Pigment jetzt fehlt. Und das ist nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Deviant hier rein. Klopfe ab und blende das hier ganz oben mit aus. Gehe damit wirklich schön bis zu meiner Augenbraue. Die ist sehr, sehr soft. Auch hier wieder eine schöne Pastellfarbe. Generell, okay, sieht aber ganz spannend aus auf dem Auge. Generell dieser Pastelltrend, ich verstehe ihn ehrlich gesagt nicht.
Auf der einen Seite haben sich immer alle beschwert, wenn die Farben schlecht pigmentiert sind und schwach und soft. Aber auf einmal wollen sie alle eine pastellfarbene Lidschattenpalette. Das ist so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Was soll ich denn jetzt sagen? Ist es schlecht pigmentiert oder ist es ein gut pigmentiertes Pastell? Das ist der Struggle, den wir hier haben. Der hat aber auf jeden Fall Deckkraft. Auch hier der Weißanteil, der Talcum-Anteil ist recht hoch, weswegen diese Farbe so ein bisschen die andere Farbe überdeckt hat. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Blood Queen und probiere mir das hier wieder aufzubauen. Aber es greift nicht so wirklich. Das Pigment. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Es kann an der Base liegen, die jetzt halt irgendwie gesettet war. Aber wir ziehen ja eh eine Cut Crease und dann geht das eigentlich wieder. Freunde, ich habe einen Gedanken gerade. Irgendwas ist an der Formulierung von Jeffreys Farben anders geworden. Und ich weiß nicht was. Das ist mir schon bei der Shane Palette aufgefallen so ein bisschen. Da ging es wieder. Aber bei diesen themenbezogenen Paletten, bei den blauen, bei der jetzt hier, das ist nicht dieselbe Formulierung wie früher. Also Blood Sugar, iconic. Aber dann, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es ist mega. Aber es ist anders. Ich bin was anderes von ihm gewöhnt. Ich nehme jetzt hier nochmal den kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Dungeon rein. Das ist ein ganz, ganz dunkles Lila hier außen. Und das gebe ich mich hier außen hin und arbeite das in meine Crease ein, um den tiefsten Punkt damit zu erzeugen. Etwas trockener, die Farbe auf dem Auge. Die ist nicht so ganz butterweich. Früher waren die Farben butterweich. Jetzt sind sie eher so ein bisschen trockener. Aber man kann mitarbeiten. Also ich vermute, wir brauchen eine feuchte Base. Dann habe ich aber Angst, dass ich es nicht ausgeblendet kriege. Was ich aber sagen kann, ist, ich habe kein bisschen Fallout unter den Augen. Kein bisschen. Und das bei den Farben mega, mega gut. Also ihr seht, ich habe kein Baking-Puder drunter. Da vertraue ich Jeffreys Formulierung auf jeden Fall. Es bröselt nicht unter meinen Augen. Selbst hier dieses dunkle Lila, da kann ich machen, was ich will. Es kommt nichts runter. Ich würde jetzt noch so ein bisschen nacharbeiten. Hier noch so ein bisschen mit dem helleren Lila wieder reingehen. Einfach um die Helligkeit hinzukriegen. Mach einmal den unteren Wimpernkranz und eine Cut Crease und bin gleich wieder zurück. So, Freunde, ich habe mal jetzt eine Viertelstunde Pause gemacht und noch ein bisschen nachgedacht über das, was ich eben gesagt habe. Und vielleicht kam es ein bisschen hart rüber, weil ihr seht, es ist mega. Es ist wie bei Jacqueline. Es ist gut und man kann mitarbeiten bis jetzt. Also, es ist krass. Der Look ist richtig krass jetzt schon. Die Farben sind intensiv, aber jetzt kommt das Aber, was ich euch einfach nur sage. Das ist völlig neutral gemeint. Man muss damit üben. Das sind Farben, die nicht einfach zu benutzen sind und es wird nicht für jeden funktionieren, diese Palette. Das weiß ich jetzt schon. Es geht, ich habe ein bisschen gebraucht, man muss sich rantesten und deswegen glaubt nicht nur einer Review. Schaut euch bitte mehrere Reviews an. Nicht nur hier, sondern generell, wenn ihr euch etwas leisten wollt, was nicht 2 Euro kostet. Schaut euch bitte mehrere Reviews an, weil für jeden funktioniert es anders. Das hat jetzt sehr, sehr gut geklappt und ich habe die Cut Crease einmal rauf gemacht und ich habe den unteren Wimpernkranz gemacht und das sieht schon mega aus. Wir kommen jetzt aber zu den Schimmerfarben und die mag ich eigentlich sehr, sehr gerne von Jeffrey. Deswegen nehme ich jetzt die Palette wieder. Das war meine Styroporplatte an der Wand. Ich nehme jetzt hier so einen Flachpinsel. Der ist nicht nass. Ich habe damit die Cut Crease gezogen, habe es ein bisschen sauber gemacht. Das heißt, er ist also nur ganz leicht feucht. Und ich gehe jetzt in die Farbe Pink Magic. Das ist die Farbe hier. Das ist so ein, ja, sieht eher so ein bisschen aus wie ein Duochrome. Und ich mag die Shimmer-Shades von Jeffrey sehr, sehr gerne. Das sind mit die besten Shimmer-Shades, die ich kenne. Die sind butterweich und funktionieren immer. Die hat ein bisschen Fallout tatsächlich und die presse ich mir jetzt einfach hier auf meine Cut Crease. Ich finde generell, bei Schimmerfarben sollte man immer irgendwie auch mit dem Finger arbeiten. Das probieren wir jetzt auch mal. Das bei Cut Crease ist halt immer so ein bisschen schwierig, aber ihr kriegt damit ein ganz, ganz anderes Ergebnis hin. Viel, viel folierter. Man kann damit natürlich mit dem Finger, es sei denn, ihr habt sehr, 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 sehr kleine Finger, nicht so präzise das auftragen, aber so für das Zentrum funktioniert das ganz gut. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel und arbeite mir die Crease aus. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in die Farbe Wet Jewel. Das ist dieses helle Rosa hier. Das gebe ich mir hier in den vorderen Bereich. Einfach nur für so ein bisschen Dimension. Die krümeln tatsächlich. Ich mache mal den Pinsel nass und schaue mal, ob das jetzt besser geht, weil es krümelt recht stark. Irgendwie? Doch, okay. Freunde, ihr müsst die nass machen. Ist das erste Mal, glaube ich, bei Jeffrey, dass ich die Schimmerfarben nass machen muss.
Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Lila und rosa, diese bläulichen Farben. Es ist was ganz, ganz anderes, das zu machen. Demnach ist auch der Auftrag einfach. Aber das sieht richtig cool aus. Ich habe auch dieses Schwarz hier genommen. Das habe ich mir hier außen hingegeben. Und das ist eins der krassesten Schwärze. Das ist ein sehr, sehr krasses Schwarz, Freunde. Das war so ultrapigmentiert, dass ich wirklich, wirklich kämpfen musste, das auszublenden und nicht zu viel zu benutzen. Ich habe es nur hier außen hingegeben, um so ein bisschen Dunkelheit reinzukriegen. Und es war völlig genug. Und die hat so ganz leichte Schimmerpartikel mit drin. Und das ist eine mega, mega schöne Farbe. Ich hätte jetzt gerne noch ein dunkles Schimmer Lila, was ich jetzt leider nicht habe, um hier den Übergang so ein bisschen weicher zu kriegen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit meinem matten Ton in die Farbe Blood Queen und blende das so ein bisschen hier rein, dass der Übergang einfach ein bisschen weicher wird und es funktioniert eigentlich ganz gut. Als Inner Corner nehme ich auch die Farbe Wet Jewel, gehe mit einem ganz kleinen, präzisen Pinsel rein und das gebe ich mich hier hin. Okay. Also mit so einem kleinen ist es ganz anders. Man muss wirklich pressen und ein bisschen intensiver arbeiten. Aber dann, Ich würde jetzt nochmal mit einem Kajal in meine Wasserlinie gehen, einfach um das Ganze so ein bisschen intensiver zu machen. Ich habe jetzt hier einen von Physicians Formula. Das gebe ich mir hier unten hin. Und das macht das Ganze noch so ein bisschen dramatischer. Würde einmal Lashes drauf machen und dann kommen wir zu den Lippen. So, Freunde, ich habe die Lashes einmal rauf gemacht, habe mir noch ein bisschen Highlighter hier auf meine Lippen gegeben, den zeige ich euch demnächst, und habe als Lashes von Raffas Plastic Cosmetics die Gorgeous Lashes drauf gemacht. Ich liebe, liebe, liebe die. Und jetzt kommen wir zu den Lippenprodukten. Er hat, glaube ich, in seinem Ankündigungsvideo zwei Lippenprodukte benutzt, einmal die Farbe Scorpio und einmal die Farbe Virginity. So ein bisschen kühler, ein bisschen in die graue Richtung und das tun wir jetzt auch. Okay, krasse Farbe. Okay, es sieht mega komisch aus, aber ich lieb's. Das ist so ein lila-grau, so ein bisschen. Ich gehe jetzt nochmal mit der Farbe Virginity rüber. Das ist so ein helles, ein rosa Creme. Das klopfe ich mir so ein bisschen ein. Mega, ich lieb's, Freunde. Und das ist einmal der fertige Look mit der Jeffree Star Bloodlust Kollektion. Ihr habt es schon so ein bisschen im Video mitbekommen, meine Meinung dazu. Die Produkte sind mega. Aber ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Einfach von der Farbzusammenstellung, aber auch von der Texturierung. Man braucht wirklich etwas Zeit und das ist einfach keine Palette, wo ich sage, die könnt ihr euch kaufen, wenn ihr mal eben schnell einen lilanen Look haben wollt. Ihr braucht definitiv ein bisschen mehr Zeit und ihr solltet auch schon so ein bisschen wissen, wie man mit Farben arbeitet, die schwieriger sind. Also eine anfängerfreundliche Palette ist es definitiv nicht. Was ich euch aber empfehlen kann, sind die Liquid Lipsticks. Mit dem Gloss drüber sind die noch besser. Ich mag sie gerne mit Gloss am liebsten. So ist das aber auch völlig in Ordnung. Sie halten gut, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Und das Gesamtkonzept stimmt bei Jeffree. Packaging, Marketing, Fotos, dieses Gefühl, man kauft etwas, hat ein Sammlerstück zu Hause. Das ist das, was mich auch immer wieder dazu bewegt, die Sachen zu kaufen, weil es einfach schön ist, so eine Kollektion zu haben. Das ist wie mit Briefmarken sammeln. Der Look, ich lieb's. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Einige von euch haben die Palette mit Sicherheit auch schon zu Hause. Ich freue mich auf eure Meinung unten in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.